Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir erkunden heute das Institut. By the way, schon ein bisschen ironisch, dass unser Sohn Vater heißt. Na gut, gucken wir mal, was hier so geht. Ich kann es anklicken, aber ich kann es nicht aktivieren. Aufgeblähte Vase, was? Alles mitnehmen, scheiß drauf. Sauberer Globus, alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Wieso kann man das hier nicht aufmachen? Ah, okay. Hätten wir es auch wieder geregelt. Okay, Temperatur 31 Grad Celsius. Das geht ja noch. Das geht ja noch. Das ist ja noch in Ordnung. Ich möchte das Zeug eigentlich gar nicht mitnehmen, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Aber ich denke mal, was ich im letzten Part gesagt habe, am Ende noch. Ich denke mal, dass wir hier nochmal rauskommen werden. Also. Ja, sonst würden die DLCs ja keinen Sinn machen. Okay. Das ist ein interessanter Medizinkoffer. Ob ich die Bauchrüstung mal ausziehen sollte? Ziehen wir sie mal aus. Ich meine, eigentlich haben wir ja dann hoffentlich ja nichts zu befürchten, deswegen können wir die mal ausziehen. Terminal Einsteiger. Ah, das Terminal sieht cool. Ach du Scheiße. Ich nehme alles zurück. Der sieht nicht cool aus. Scheiße. Okay. Warten wir halt 5 Sekunden, bis die Sperre entsperrt ist. Okay. So passieren würde, wenn wir uns einfach dazu entschließen, einfach alle umzubringen. Ah. Sean's Terminal Passwort. Okay. Ist das Sean's Passwort? Oh, okay. Ja, Sean's Terminal. Oh, da werden wir bestimmt wieder ein paar interessante Sachen kennen. Keller, Konrad, erhöhte Lebenserwartung. 16. Juli 2285. Kellogg's gelegentliche Anwesenheit macht die anderen immer noch nervös. Zuerst dachte ich, sie wären nur durch sein Selbstvertrauen und seine Arroganz eingeschüchtert oder hätten vielleicht einfach Angst vor seiner Person. Immerhin ist er ja ein Killer. Aber beim Beobachten ihrer Reaktion und Einschätzen ihrer Seitenblicke ist mir etwas anderes aufgefallen. Etwas, das ich vermutlich hätte vorhersehen sollen. Neid. Kellogg's ist ein lebendes Denkmal für ein vergessenes Programm. Er ist ein aufgewertetes menschliches Wesen, eigentlich ein Cyborg, und die Verbesserungen, die er erhalten hat, sind nicht von der Hand zu weisen. Aber die Wissenschaftler hier dürften sich überhaupt nicht für optimierte Reflexe oder eine erhöhte Kampfstärke interessieren. Nein, die Ursache ihres Neids ist etwas Praktischeres und Ursprünglicheres, seine erhöhte Lebenswartung. Wie lange wird Kellogg leben, wenn er eines natürlichen Todes stirbt? Wie unwahrscheinlich das auch sein mag, das ist schwer zu sagen. Er ist bereits mehr als 100 Jahre alt. Auf jeden Fall älter als jeder andere Mensch im Commonwealth. Seine gesamte Physiologie wurde verändert. Vielleicht erreicht er die 150, vielleicht sogar 200. Den Kleingeistern sei ihr kleingeistiger Neid gegönnt. Kellogg ist ein lebender Beweis für die Genialität und Überlegenheit des Instituts. Und ich empfinde durchaus Freude daran zu wissen, dass ihn das unglaublich verärgern muss. Statusberichte. Biowissenschaft, Hydraulik, Hydrokulturenprogramme in Betrieb, FEV-Labor offline. Okay. Robotik, Synth-Produktion nominal, Produktionsmaterialien komplett vorrätig. Fortschrittliche Systeme, Kinder-Synth-Projekt unter vierteljährlicher Begutachtung. Waffendiagnose läuft, Phase 3 liegt im Zeitplan zurück. SEB, Direktor Zimmer. Immer noch offline. Ach du Scheiße, Agent an der Oberfläche eliminiert. Einbehaltungsprogramme in Betrieb, Mustererkennungsalgorithmen ineffektiv. Anlagen, Energieleistung maximal, Luftwasserwiederaufbereitungssysteme funktionieren normal. Also hier schon mal zwei bekannte Namen, das wird interessant. Persönliche Notizen, das Warten geht weiter. Ayo kann nur Sichtungen außerhalb von Vault 111 und etwas später in Diamond City bestätigen. Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet. Werden wir uns wirklich treffen? War das alles für die Katz? Nein, das war es nicht. So oder so habe ich wichtige Dinge über mich und meine Vergangenheit erfahren. Ich darf nicht zulassen, dass mir emotional dabei im Wege stehen. Emotionen dabei im Wege stehen. Mein Gott. Ich muss einfach nur beobachten und aufzeichnen. Mir wurde mitgeteilt, dass Kellogg offline gegangen ist. Seltsamerweise muss ich an Dr. Walker denken. Er hatte solch große Hoffnung in Kellogg gesetzt, so viel Vertrauen in die Implantate und darauf, was sie bedeuten konnten.
Ich bedauere immer noch, das Projekt beendet zu haben, aber ich weiß, wohin uns das geführt hätte. Walker hätte sich bei seinen Zielen nie zurückgehalten und zu viele andere haben ihm zugehört. Letztendlich glaube ich, dass ich recht hatte. Im Institut geht es um die Bewahrung der Menschheit, nicht um irgendeine bizarre Verschmelzung von Biologie und Technik. Okay, Direktorzugriff, Synth-Abschaltung. Oh, oh. Okay, nicht autorisiert, okay. Oh, ich dachte, das wäre was zum Lesen. Ich wusste nicht, dass es eine Option ist. Also okay, die Option besteht also, dass wir die Synth einfach alle ausschalten. Das klingt gewagt. Ja, das klingt gewagt. Auf jeden Fall, was ist hier? Öffnen. Holy moly, wer bist du? Es ist eine Ehre, dass Sie hier sind, Sir. Hey. Vater hat Bemerkenswertes geleistet. Ohne ihn würde es mich nicht geben. Mhm. Gut, mehr erzählt sie mir natürlich auch nicht. Warum auch nicht? Warum auch, ist ja auch vollkommen wurscht, nicht wahr? Okay, Welt Direktors Quartiers. Ach so, okay, gut zu wissen. Gut, dass der auch immer noch da steht, ne? Aha, rot. Fast fertig. Muss nur noch den Servo des Hauptantriebs festziehen. Das ist diesen Monat schon der dritte Schaden des Hauptantriebs. Soweit es mich betrifft, können diese alten Modelle nicht früh genug abgeschafft werden. Oh, ich weiß nicht. Die meisten von ihnen haben viel länger funktioniert als vorhergesagt. Wenn du mich fragst, weisen sie eine hohe Qualität auf. Da hast du wohl recht. Ich kann es kaum erwarten, bis die Gen 3 eingeführt werden. Also, alles bereit. Einheit kann wieder zurück in den Dienst. Danke, Ma'am. Natürlich. Leute von draußen sind... Was hat die gemacht? Willkommen. Ich hoffe, du weißt dein Glück zu schätzen. Halt die Fresse. Doktor! Sie haben es ernst gemeint. Du bist wirklich hier. Tja, also, ich bin Early. Early Fillmore. Ich bin sowas wie die Chefingenieurin des Instituts. Als Vater uns von dir erzählt hat, konnte ich es kaum glauben. Du hast so viel durchgemacht. Da hätten die meisten wohl aufgegeben. Wenn ich fragen darf, was hat dich die ganze Zeit überhaupt angetrieben? Tja, warum fragst du das für dich? Bin ich doch nur eine fremde Person. Ich war zum Sterben wohl noch nicht bereit. Ich wollte den Mistkerl töten, der meine Frau ermordet hat. Ich wollte meinen Sohn finden und ihn beschützen. Ja. Ich wollte meinen Sohn finden und ihn beschützen. Jetzt bist du hoffentlich stolz darauf, was für ein großartiger Mann er geworden ist. Mhm. Also, ich erkläre dir kurz die verschiedenen Abteilungen dieser Anlage. Danach beantworte ich die Fragen, die du vielleicht noch hast. Du weißt vielleicht schon, dass wir dafür sorgen, die mechanischen und elektrischen Systeme am Laufen zu halten. Wir warten und verbessern alle Systeme, die es ermöglichen, hier zu leben und zu arbeiten. Hinter diesen Wänden befinden sich viele Maschinen, die Luft und Wasser aufbereiten und Energie für die Labore und Quartiere liefern. Unsere Arbeit ist vielleicht nicht so spannend wie die der anderen Abteilung, aber mindestens genauso wichtig. Du bist hier und hast mit Vater gesprochen. Heißt das, du bist an Bord? Irgendwie schon. An Bord, wovon? Ich schaue mich nur um, ich bin irgendwo an Bord. Ja. Absolut. Schön zu hören. Da wird schon ein Stein vom Herzen fallen. Lass dir Zeit. Mach dich mit allem vertraut. Es gibt viel zu lernen. Und eine Reihe von Dingen, die man oben nicht findet. Wenn du noch was über die Abteilung dieser Anlage wissen möchtest, sage ich es dir gern. Wer hat all das hier ursprünglich gebaut? Gibt es das Institut schon lange? Ich möchte was über eure Mitarbeiter erfahren. Das wäre es erstmal. Danke. Es muss schwierig sein, solch einen Ort mit ausreichend Energie zu versorgen. Ja, ja. Wer hat all das hier ursprünglich gebaut? Gibt es das Institut schon lange? Der Bau des Instituts ist die Arbeit von mehreren Generationen von Wissenschaftlern. Die Überlebenden des Krieges, unsere Vorfahren, haben im Keller des alten Commonwealth Institute of Technology Zuflucht gefunden. Mit der Zeit gruben sich ihre Söhne und Töchter tiefer in die Erde hinein und bauten immer raffiniertere Wohnbereiche und Labore. Das ist auch heute noch nicht abgeschlossen. Wir graben ständig neue Tunnel für neue Anlagen und Infrastruktur. Krass. Stell dir vor, wie es hier in 100 Jahren aussehen wird. Ich hoffe, ich erlebe das noch mit. Viel Glück dabei. Hey, warte. Ellie. Was hast du auf dem Herzen? Ich war noch nicht fertig. Ja. Es muss schwierig sein, solch einen Ort mit ausreichend Energie zu versorgen. Absolut. Wir kratzen jedes Quäntchen Spannung zusammen, das wir kriegen. Mit den Jahren haben wir gelernt, unsere Energie ein bisschen aufzustocken. Falls nötig, können wir Quellen an der Oberfläche anzapfen. Wir nehmen natürlich nur das, was wir brauchen. Natürlich. Zum Glück arbeitet die Abteilung Fortschrittliche Systeme stets an neuen Möglichkeiten der Energieerzeugung. Das ist auch gut so, da der Bedarf immer weiter ansteigt. Du willst gar nicht wissen, was ein einziger Einsatz des molekularen Endmaterialisierers verbraucht. Ups, Entschuldigung. Dr. Fillmore, was hast du auf dem Herzen?
Das wissen wir alle. Ich möchte was über eure Mitarbeiter erfahren. Na klar. Dr. Lawrence Hicks ist für die Maschinen zuständig. Er beaufsichtigt die Hauptlebenserhaltungs- und Sicherheitssysteme. Dr. Evan Watsons Fachgebiet ist die Energieversorgung. Und Dr. Newton Oberlee ist für Lebensmittel und Unterkünfte zuständig. Er stimmt sich mit der Biowissenschaft ab, damit unsere Mahlzeiten ausgewogen und nahrhaft sind. Oh, außerdem nutzen wir mehrere Sint-Einheiten für Wartung und arbeiten geringer Priorität. Danke dafür. Okay, wer bist du? Willkommen. Als Materialverkäufer des Instituts kann ich Ihnen Vorräte für Ihre Missionen an der Oberfläche anbieten. Was benötigen Sie? Was hast du? Was kann ich bekommen? Ich habe Zugang zu einer kleinen Auswahl von Waffen, Rüstungen und anderen Gegenständen für den Einsatz. Ja, zeig mal. Klar, ich schaue es mir an. Was hast du denn für dabei? Experiment 18a. 25% höhere Feuerrate und 15% schnelles Nachladen. Plasmagewehr, cool. Sonst nichts Spannendes. Wie teuer ist das? Ich weiß nicht, eigentlich reicht mir ja mein Dings, warum es hier vollkommen aus hier. Mein Plasmagewehr. Mal gucken. Brustteile von Zimpf brauchen wir nicht so wirklich. Fusionszellen. Fusionskerne könnte ich dir abkaufen, aber Zellen. Alter, sieht das krass aus, ey. Wow. Wow. Also ich muss echt schon sagen, das sieht optisch auf jeden Fall verdammt geil aus. Das ist echt krass. Wir fühlen uns geehrt, Sie willkommen zu heißen. Ja, hi. Wow. Ich bin so ein bisschen überwältigt, muss ich zugeben. Stimmt es, dass Nahrungsergänzung 77 abgesetzt wurde? Darauf, mit dir zu arbeiten. Die habe ich am liebsten gemocht. Können wir sie nicht noch etwas behalten? Ich werde Ihr Anliegen gerne an die Abteilung Biowissenschaft weiterleiten. In der Zwischenzeit genießen Sie bitte unsere anderen nahrhaften und wohlschmeckenden Nahrungsergänzungen. Ich möchte Nahrungsergänzung 77. Es tut mir leid, Sir, aber diese Ergänzung ist nicht mehr verfügbar. Nutzlose Maschine. Da bist du ja. Schön, dass du es geschafft hast. Entschuldigung. Ich möchte 77. Ich möchte nicht das andere Nahrungsergänzungsmittel. Oh Mann, ey. Die haben hier vielleicht Probleme. Aber trotzdem ist das Cafeteriablett. Oh Gott. Dreckig. Oh, Bacon, cool. Bacon aus der Dose. Bacon aus der Maschine. Advanced Systems oder Bioscience? Ich gehe mal nach Bioscience, weil ich da eine Marke habe. Sieht das cool aus, ey. Scheiße. Achso, man kann nicht ins Wasser, schade. Oder kann man vielleicht doch, aber ich habe Angst, dass ich nicht mehr rauskomme. Okay. Oh, Planschi. Okay, zum Glück komme ich doch noch raus. Das sieht schon cool aus, muss man mal sagen, ey. Verdammt, cool gemacht. Okay, gehen wir mal nach Bioscience. Ich möchte ja irgendwie am liebsten... Oh, das war nicht richtig. Egal, wir können trotzdem mal gucken. Wieso sind immer diese dämlichen Kasten hier alle offen? Verstehe ich nicht. Oh Mann, hier gibt's so viele Wege. Hast du schon Zeit, dir meine letzten Berichte über Charge 274 anzusehen? Noch nicht. Ich war mit Vaters Plänen zum Ausbau unserer Operation in Warwick beschäftigt. Er will das in die Wege leiten, also musste ich alles andere liegen lassen. Ich frag mich, wie es der Familie Warwick geht. Der kleine Wally muss schon fast 10 sein. Bemerkenswert, dass ein Kind da oben so lang überleben kann. Ich denk darüber nicht so viel nach. Es gibt mehr als genug, was uns hier in Anspruch nimmt. Diese Leute sind die letzten Überbleibsel einer sterbenden Vergangenheit. Reden wir über was anderes. Das sind immer noch Menschen und sie leiden. Wir können wenigstens zugeben, dass das bedauerlich ist. Wie sollen wir die Menschheit neu definieren, wenn wir nicht mal unsere eigene Menschlichkeit bewahren können? Stimmt. Das ist eine Frage, die wir lieber unseren Kollegen in der Abteilung Robotik überlassen. Ja, also... Da hast du wohl recht. Was zum Fick? Dr. Holdrens Synth-Gorilla-Projekt zeigt vielversprechende Ergebnisse. Warum synthetisch? Das ist geil, wenn das wirklich so die letzten lebenden Affen wären, ey. Okay, eigentlich nicht, weil das dann voll die Inzucht wäre, aber ey.
Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Scheiß, halt, okay. Menschheit, neu definiert. Eingängig, oder? Ich leuchte dir ins Auge. Ich gehe also sowieso an den... Direktor Holman scheint sehr von dir angetan zu sein. Echt? Wer ist denn das? Doc? Ja, ja, ich bin mir sicher, dass du was total Interessantes zu sagen hast, aber es passt gerade nicht. Boah, möchte ich dich gerade umbringen. Arbeitest du an was Wichtigem? Da ist aber jemand von sich eingenommen. Wenn du beschäftigt bist, kein Problem, weil dein Ton gefällt mir nicht. Ja. Wenn du beschäftigt bist, kein Problem. Aber dein Ton gefällt mir nicht. Mein Ton? Kein Grund, beleidigt zu sein. Wie du bestimmt siehst, befasse ich mich gerade mit ziemlich komplizierten Gleichungen. Wie wär's, wenn ich damit weitermache und du mit deinen Sachen weitermachst? Tja, Gleichungen wofür? Ein richtiger Charmeur. Diese Gleichungen wären nach einem Kinnhaken noch viel schwieriger. Ja. Gleichungen wofür? Ach, ehrlich, du würdest sie nicht verstehen. Jetzt muss ich diese Plauderei leider beenden, obwohl sie sehr unterhaltsam war. Was mich auch gerade mal so spontan interessieren würde, was würde wohl passieren, wenn man damit mit Noclip reinfliegt? Hast du einen geilen Arsch, Alter. Wollen wir das mal ausprobieren? Ich meine, komm, YOLO, oder? Ich will einfach mal wissen, was passiert. So, kurz die Kollision aus. Kann man mit euch reden oder so? Nö, ihr seid einfach nur so da. Sieht auf jeden Fall cool aus. Schade. Naja. Ich dachte wenigstens, sie hätten vielleicht wenigstens einen Namen. Aber nein. Sie existieren einfach nur. Macht doch mal jetzt die Konsole aus, verdammt. Dankeschön. So, kurz mal reingeflogen, ne? Das ist eine coole Technologie. Die haben wir da oben alle. Alle. Und ihr nicht. Ihr seid so noobig. Okay. Wo waren der andere Fuzzi mit dem Namen? Du hier, ne? Die neueste Synth-Generation ist erstaunlich. Die Leute in der Robotik vollbringen Wunder. Mhm. Hey, Doc. Willkommen. Schön, dass du hier bist. Schön, dass Dr. du hier bist. Dr. Clayton Holdren, Leiter der Abteilung Biowissenschaft. Ich kann es kaum erwarten, dir unsere Arbeit zu zeigen. Sie ist wirklich atemberaubend. Zum Beispiel, ich beurteile sie, sobald ich mehr darüber weiß. Das ist sicher faszinierend, aber deswegen bin ich nicht hier. Ich freue mich schon darauf, mehr zu erfahren. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel? Das wollte ich gerade erklären. Achso. Wie der Name andeutet, geht es in der Abteilung Biowissenschaft vor allem um Studien in den Bereichen Botanik, Genetik und Medizin. Ach. Unser wichtigstes Ziel ist die Sicherstellung der Gesundheit und des Wohlergehens aller Personen im Institut. Dazu bauen wir hochspezialisierte Arten von Flora an, für die Verwendung als Lebensmittel und Medizin. Wir haben uns sogar schon mit synthetischem Tierleben befasst. Du hast bestimmt die Gorillas gesehen. Das ist im Moment noch Liebhaberei. Die Möglichkeiten sind aber trotzdem spannend. Die Gorillas sind auch Synths? Sarkastisch, ja. Ich kann mir nichts Spannenderes als vorstellen als künstliche Gorillas. Ehrlich gesagt schon, ja. Ja, ich kann mir nichts Spannenderes vorstellen als künstliche Gorillas. Ich für meinen Teil finde sie faszinierend. Natürlich bin ich ein wenig voreingenommen. Wir haben bestimmt schon viel von deiner Zeit in Anspruch genommen. Aber weißt du schon, ob du zu uns kommst? Höchstwahrscheinlich schon. Ich komme von draußen. Wäre überhaupt Platz für mich? Ich bin mir nicht sicher. Zurzeit versuche ich, für alles offen zu bleiben. Ja, ich tendiere zwischen 1 und 2. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Zurzeit versuche ich, für alles offen zu bleiben. Eine große Entscheidung. Aber auch eine seltene und wichtige Gelegenheit. Du musst nichts überstürzen. Ich kann mir vorstellen, dass du dich noch weiter umsehen möchtest. Ich beantworte aber auch gern alle deine Fragen. Kann ich vielleicht was für dich tun? Erzählst du mir mehr über diese Synth-Gorillas? Ja, erzähl mal. Erzähl mir mehr über diese Synth-Gorillas. Alles in allem waren sie ein Erfolg. Ihr Verhalten entspricht ungefähr dem, was wir aus unseren historischen Aufzeichnungen wissen. Leider gab es zu Beginn einige Rückschläge. Die Kreaturen können plötzlich aggressiv werden und sind ziemlich stark. Sie haben zwei ihrer Synth-Betreuer zerstört. Daher halten wir sie jetzt in einem isolierten Bereich, in dem wir sie sicher studieren können. Okay, wieso unterbrichst du immer das Gespräch? Kann ich dir sonst noch weiterhelfen? Ja, Du hast medizinische Betreuung erwähnt. Die brauche ich vielleicht gelegentlich. In diesem Fall solltest du dich bei Dr. Dean Volkert vorstellen. Er ist unser bester Biologe und dient uns außerdem als Institutsarzt. Dr. Volkert arbeitet in der Krankenstation. Geh einfach vorbei, falls es nötig wird. Bessere medizinische Betreuung findest du nirgendwo sonst im Commonwealth. Das kann ich dir versprechen. Das sagst du. Bleib hier. Dr. Holdren. Kann ich was für dich tun? Wieso gehen die immer noch einen Satz, verdammte Scheiße? Kann ich vielleicht was für dich tun? Möglicherweise. Pass auf. Du lebst dich erstmal ein und kommst dann später vorbei. Mal sehen, was ich finden kann. Okay. Kann ich was für dich tun? Kann ich was für dich tun? Hey, wir können beide was sonst tun. Das ist nicht cool.
Die sehen alle so gleich aus. Züchten ja alles gleiche. Was gibt's denn hier? Noch mehr Pflanzen der gleichen Sorte. Was zum Fick ist ein Applikator, Mann? Wieso schmeiß ich's um? Das Geräusch gefällt mir überhaupt nicht. Schwarzer Institutslaborkittel. Ein ganzer Kornkorken. Uiuiui. Was ist hier drin? Okay, noch mehr von diesen komischen Pflanzen. Ein Riesen, hier wächst. Oh, guck mal. Biowissenschaftsterminal. Oh, das ist so groß. Kann man irgendwie bitte mal näher ranzoomen? Das kotzt mich gerade voll an, ey. Irgendwie ging das normal, aber wie? Okay, Abteilungsnotizen. Unser Ehrengast ist eingetroffen. Wer denn? Jetzt, da unser Ehrengast hier ist, möchte ich euch allen noch einmal daran erinnern, dass ihr höflich zuvorkommend aufgeschlossen sein sollt. Wir bekommen nicht oft Besuch von der Oberfläche und dieser Fall ist noch einmal etwas ganz Besonderes. Ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass ihr alle unsere Gäste Freundschaft empfangen und euch als gute Gastgeber beweisen werdet. Freuen wir uns auf dieses außergewöhnliche Ereignis und dass wir einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Meint ihr mich? Energieeinsparung. Als die neuen Regelungen zum effizienten Energieverbrauch eingeführt wurden, war ich stolz darauf, wie gut wir die gesetzten Ziele erreicht haben, ohne dass die Produktivität nennenswert gelitten hätte. Es war eine große Herausforderung, die wir mit Bravour gemeistert haben. In letzter Zeit schleicht sich aber vermehrt sorgloses Verhalten ein. Viel zu oft finde ich Geräte und Licht eingeschaltet vor, wenn sie eigentlich ausgeschaltet sein sollten. Und die Einstellung für die Klimatisierung wurde ohne meine Genehmigung verändert. Rufen wir uns daher noch alle noch einmal in Erinnerung, dass wir gemeinsam für das Wohl des Instituts arbeiten müssen. Schließlich ist das nicht nur unser Zuhause, es wird auch das Zuhause künftiger Generationen sein, die unsere Arbeit für eine bessere Zukunft fortführen. Symphzoologie, der nächste Schritt. Ich habe spannende Neuigkeiten für euch alle. Vater hat die nächste Phase meiner Symphzoologie-Initiative genehmigt. Und ich bin bereits dabei, einen Zeitplan für die erste Prototypenphase zu erstellen. Wie schon zuvor ist dies ein Projekt mit niedriger Priorität, aber falls jemand von euch etwas Freizeit sinnvoll verbringen möchte, seid ihr herzlich eingeladen mitzuarbeiten. Ich werde zunächst einige grundlegende Entscheidungen treffen müssen, unter anderem auch welches Tier wir replizieren wollen. Ich muss euch sicher nicht sagen, wie sehr ich darauf brenne, mit dem Projekt anzufangen, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was angesichts unserer Fortschritte bei der Entwicklung von Sims hier möglich sein wird. Okay. Also Boden, warte mal. Ist bestimmt nicht so spannend mit den Boden-pH-Werten, aber hey. Mäßig sauer, leicht sauer, mäßig alkalisch, neutral, mäßig sauer, bla. Cool. Zugriffsprotokolle. Ja gut, das ist, glaube ich, sowieso spannend. Viel zu spannend. Okay. Was haben wir hier drüben noch? Oh, Dunkelkammer. Aha. Ein unbenutzter Bereich, oder was? Oder warum sieht hier alles so dreckig aus? Ich muss ganz ehrlich gestehen, mich kotzt das so ein bisschen visuell an, dass alles so ultra... nicht weiß ist, aber so... Ja, wie soll man das sagen? Es ist so hell alles, so... So teilweise ist das so ein bisschen nervig, aber na gut. Was haben wir hier? Da steht wahrscheinlich auch nichts Spannendes drin. Aber warte mal, hier sind wir noch nicht lang gelaufen. Was geht denn hier? Muss ja was Spannendes sein, wenn du so weit laufen musst. Ah, das Lager. Naja. Was ist hier los? Och, gibt's hier viel. Leck mich doch am Arsch. Na gut, hier gibt's immerhin nichts mehr. Können wir ja wenigstens hier durchgehen. Fusionszelle. Ne, Fusionskerne bräuchte ich. Oh, naja, Zellen. Scheißegal. Wasserteller. Krauterisierer. What the fuck, was sind das für Namen, ey? Rekorder? Lol. Schiebetüren, oh Mann, hier geht's überall hin. Ahaha. Natürlich kannst du so eine erweiterten Türen mit so einem scheiß Schloss natürlich öffnen. Beziehungsweise, natürlich haben solche erweiterten Türen so ein verkacktes Schloss. Hm. Sie schattert. Na, geht doch. Geschafft. Was haben wir denn hier? Aha. Sensor. Interessant, kann ich aber momentan nicht mitnehmen, weil wir sonst über Dings sind, oder? Hatte man was im Inventar? Oh nö, kann ich doch noch mitnehmen. Ja, immer her damit. So. Alles mitnehmen. Supi. Oh. Wenn ich das nächste Mal noch was Spannendes finde, kann ich das auch noch mitnehmen. Was ist hier los?
Hochleistungsmikroskop. Und ein Otoskop. Aha. FEV-Labor. Mhm. Wie schön. Oh, da geht's direkt rein. Gut, Leute, ich mache erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part von Fallout 4 wieder, wenn wir das FEV-Labor und alles andere so ein bisschen erkunden. Verspricht spannend zu werden. Auf jeden Fall, bis dahin. Tschüss.